Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Junge Freiheit ist eine konservative Wochenzeitung, die gerade ihren 35. Geburtstag feiert und mit unserem Land, mit dem Land NRW, seinem Innenministerium und seinem sogenannten Verfassungsschutz verbindet diese Zeitung eine besondere Geschichte. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Sie wurde jahrelang im Jahresbericht der Behörde als rechtsextrem geführt und damit stigmatisiert. Und unter diesen Umständen fiel es der kleinen Publikation naturgemäß schwer, Abonnenten und Inserenten zu finden oder auch nur Verkaufsstellen, denn wer möchte schon damit in Verbindung gebracht werden? Für viele Zeitungen wäre das das Todesurteil gewesen, denn eine wirtschaftliche Existenz ist unter solchen Umständen kaum möglich, zumal in der Zeit vor dem Internet. Aber die Redaktion bestand aus Idealisten und wehrte sich. Der ehemalige Generalbundesanwalt von Stahl von der FDP klagte beim Bundesverfassungsgericht und die Junge Freiheit gewann den Prozess nicht nur. Das sogenannte Junge Freiheit-Urteil war sogar wegweisend. Die Karlsruher Richter entschieden, die Veröffentlichung im sogenannten Verfassungsschutzbericht verletze die Junge Freiheit in ihrem Grundrecht auf Pressefreiheit aus Artikel 5 Grundgesetz. Das Grundrecht sichere die Freiheit der Herstellung und Verbreitung von Druckerzeugnissen und damit das Kommunikationsmedium Presse. Soweit das Urteil. Das ist jetzt 16 Jahre her. Die Junge Freiheit gibt es immer noch und sie ist eine der wenigen Publikationen im Printbereich mit wachsender Auflage. Der NRW-Innenminister ist nicht mehr rot, er ist schwarz inzwischen und heißt Reul. Dazugelernt hat man in seinem Haus aber offenkundig nicht und die Achtung für die Pressefreiheit hat dort auch nicht zugenommen. Und so hielt es der CDU-Minister offenbar, genauso wie seine SPD-Vorgänger, für ratsam, Haltungsnoten für die Presse zu vergeben. Ja, schlimmer noch, er unterstellte Polizeibeamten, die Junge Freiheit lesen, rechtsradikale Gesinnung. Und auch er sollte sich eine blutige Nase holen und so urteilte das Verwaltungsgericht jetzt am 21. Mai, Zitat, nicht das Bundesverwaltungsgericht, das Verwaltungsgericht Düsseldorf, der Beklagte, also Herr Reul, wird verurteilt, es zu unterlassen, zu behaupten zu lassen, zu verbreiten bzw. verbreiten zu lassen, dass die Lektüre der Jungen Freiheit als Warnsignal für rechtsextreme Gesinnung gewertet werden könne. Zitat Ende. Gut, dass wenigstens unsere Gerichte meistens noch funktionieren, wenn man schon in den Ministerien mit der Verfassung nicht mehr so genau nimmt. Leider kann sich nicht jede Publikation teure Anwälte und Prozesse leisten. Sonst hätte Herr Reul wahrscheinlich noch eine ganze Reihe von Verfahren am Hals. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Flinkfeed, ein konservatives Online-Magazin, war kaum auf dem Markt. Da hatte der Präsident des sogenannten Verfassungsschutzes NRW im Innenausschuss und vor der versammelten Konkurrenzpresse schon erklärt, die seien irgendwie verfassungsfeindlich und zur originellen Begründung reichten antifeministische Texte. Also Feminismus ist jetzt offensichtlich auch ein Verfassungsbestandteil. Nachdem dann auch noch die Landesanstalt für Medien, die sie ja zur Zensurbehörde gemacht haben, Abmahnungen, seitenlange Abmahnungen schickte und die irgendwie bei der Presse gelandet sind, mussten die jungen Medienmacher aufgeben, denn sie konnten sich keine teuren Anwälte leisten. Noch nicht aufgegeben haben die Macher des rechtsliberalen Magazins Grauzone, aber auch sie werden ohne nähere Prüfung vom Ministerium schon mal in offiziellen Publikationen in die Schmuddelecke und natürlich in die rechte Schmuddelecke gestellt. Nachzulesen ist das auf diversen Landtagsdrucksachen. Herr Reul, es ist schwer, da noch an Zufall oder an Ungeschick zu glauben. Vielmehr geht es Ihnen wie Ihren Freunden bei den anderen sogenannten demokratischen Parteien doch eher darum, kritische Berichterstattung zu unterdrücken. Ihnen wäre es wohl am liebsten, unsere Medienlandschaft würde aus WDR und der Funke Mediengruppe ihres Parteifreunds Holthoff Pörtner bestehen. Und da wird es dann halt auch unglaubwürdig, wenn Sie und Ihre Parteifreunde und die Vertreter der anderen Altparteien Krokodilstränen über Ungarn und Herrn Orban vergießen. Sie mögen geschmeidiger sein, Herr Reul, das gestehe ich Ihnen zu, aber im Grunde ist es kein Deut besser, was Sie hier mit freier Presse machen. Meine Fraktion, die AfD-Fraktion, wir wollen eine freie und unabhängige Presselandschaft. Je mehr Angebot, umso besser. Wir halten unsere Bürger für klug genug, sich ein eigenes Bild zu machen und unsere Polizisten sowieso. Sie sollen lesen dürfen, was sie wollen, ob es die Junge Freiheit ist, die Rheinische Post, das Vorwärts oder das Neue Deutschland. Eine echte Demokratie kann und wird das aushalten
Und ein Minister, der sich demokratisch nennt, muss das aushalten, Herr Reul. Und es wäre an der Zeit, und Sie haben ja gleich die Gelegenheit, sich an dieser Stelle nicht nur bei der Jungen Freiheit zu entschuldigen, sondern auch bei Ihren Lesern und auch bei Ihren Lesern, die zu unseren Polizeibeamten gehören. Vielen Dank.